Morgen! In Diskussion mit den Liebhabern tierischer Nahrung bekommt man ja immer wieder den Hinweis, wie wichtig Fisch doch für die Gesundheit ist. Daher heute mal neben dem Schwermetallargument noch weiteres Futter für eine unterhaltsame Diskussionsführung mit Menschen, die nicht aufgrund ethischer Argumente überzeugt werden können, auf tierische Nahrung zu verzichten. Anfang des Jahres wurden in zwei voneinander unabhängigen Studien die Mägen von Speisefischen untersucht. Die Studien gibt es hier mal unten in der Infobox. Ergebnis war, dass man je nach Fischart unterschiedlich viel sogenanntes Mikroplastik in den Mägen gefunden hat. Die meisten Partikel hat man in der Makrele gefunden und die wenigsten im Hering. Das nur mal als Information. Wie die Plastikteile in die Meere kommen, das erklärt sich, glaube ich, von selbst. Die Meere werden weiterhin kontinuierlich als größte Mülldeponie der Welt missbraucht und es landen täglich Tonnen von Plastikmüll in den Meeren, die dort nicht etwa verrotten, sondern lediglich durch die Sonne und das Salzwasser porös werden und in kleinere Stücke zerfallen. Die sogenannte Mikroplastik. Diese Mikroplastik wirkt, wie Experimente gezeigt haben, wie ein Schwamm für alle möglichen Schadstoffe und Chemikalien, die natürlich ebenfalls in die Meere geleitet werden und binden diese an der Oberfläche dieser Plastik. Diese Plastik wird dann von Fischen aufgenommen, da sie entweder direkt als Nahrung betrachtet werden oder einfach mit dem Wasser geschluckt werden. Nachdem diese Plastik dann in den Mägen der Fische gelandet ist, werden insbesondere die Weichmacher in der Plastik, aber eben auch die giftig gebundenen Chemikalien durch die Magensäfte im Magen der Fische gelöst und gelangen dann in die Blutbahn und in das Gewebe des Fischs. Dieser Zusammenhang wurde erstmalig schon, glaube ich, 2013 durch eine Forschergruppe von Chelsea Hochmann von der Universität in Kalifornien festgestellt. Dort hat man 2 Monate Fische im sauberen Wasser und dieselbe Art Fisch im Wasser, in welchen Polyethylenreste, also der Kunststoff, der sehr häufig in Plastiktüten und in Plastikflaschen eingesetzt wird, beobachtet und die Schädigung und die Veränderung des Gewebes der Fische untersucht. Herausgekommen ist ein signifikanter Unterschied in der Belastung der Fische. Die Fische, die Kontakt mit der Plastik hatten, hatten ein wesentlich höheres Schadstoffniveau, was eben nicht nur an der Plastik selber lag, sondern auch an den Schadstoffen, welches die Plastik im Meer auch zusätzlich noch gebunden hatte. Das bedeutet nicht nur die Belastung durch Schwermetalle wie das Methylquecksilber, was als Nebenprodukt bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe anfällt und in das Wasser gelangt, um dann durch einen Nahrungskreislauf von Alge, kleiner Fisch, großer Fisch, Mensch in unserem Organismus landet, sorgt dafür, dass Fisch schädlich für die Gesundheit ist, sondern auch die immer stärkere Belastung durch Mikroplastik. Jede 5. Makrele ist bereits komplett durch die Mikroplastik verseucht, also entweder durch die Weichmacher oder eben die gebundenen für den Menschen schädlichen chemischen Verbindungen. In den Augen einiger ethisch moralisch motivierter Veganer ist es nur konsequent, dass die Menschen an Krebs und anderen Entartungen des Körpers erkranken, wenn sie ohne die Notwendigkeit andere Lebewesen töten und verspeisen. Dem kann ich nicht zustimmen, das sage ich ganz eindeutig, da eben nicht jeder Mensch auf derselben geistigen Evolutionsstufe ist und da auch immer die Erziehung und die Umweltbedingungen eine Rolle spielen und erst im Laufe des Lebens ein gesunder Geist sich irgendwann, vorausgesetzt einer gesunden Umwelt, die man hat, sich dann auch für eine gesunde pflanzliche und natürlich tierleidfreie Ernährung entschieden wird. Daher sollte man nicht zu hart mit diesen Menschen ins Gericht gehen, die noch ihren Konditionierungen erliegen und auch keinen unnötigen Graben ziehen. Ich selber war 35 Jahre lang exzessiver Fleisch- und Fischesser. Ich betone das immer wieder. Und wenn ich nicht durch Zufall mal ein paar Informationen aufgeschnappt hätte, dann wäre ich auch heute noch Fleisch- und Fischesser. Ne? Also da in der Diskussion mit anderen Menschen immer den Respekt und die Toleranz für einen Menschen aufbringen, dessen Lebensbedingungen und Werdegang und Umwelt wir nie komplett einschätzen können. Lasst einmal 2-3 Ereignisse in eurem Leben ein bisschen anders gelaufen sein und ihr wärt heute wahrscheinlich eine ganz andere Person, wenn diese Ereignisse halt signifikant gewesen wären. Dazu auch das Video, wie man die Welt verändert und wie kleine Effekte große Wirkung haben können. Das findet ihr oben in den Infokarten. Also bitte keinen Starrsinn und keine Aggression, wenn ihr diese Informationen in eine Argumentation beimischt, sondern würzt diese Fakten lieber etwas mit Galgenhumor und auch Mitgefühl für entsprechende Personen. Auch interessante Diskussionen werden sich mit Menschen ergeben, die eine Aversion gegen Plastik haben und euch
an jeder Stelle darauf hinweisen, dass man doch hier doch auf Plastik hätte verzichten können und dort und dort und dort, aber selber Fisch und damit auch Plastik essen. Wird's besonders interessant. Ja, Donnerstag ist es wieder soweit. Let's Talk, der Live-Talk, wo jeder anrufen kann und wir einmal die Woche über aktuelles Zeitgeschehen, Gott und die Welt oder persönliche Probleme reden. Alles das, was ihr wollt. Kein Thema ist tabu und ich freue mich auf euren Anruf oder eure Beteiligung im Chat. Interaktiv, exklusiv und integrativ, was auch immer das bedeutet. Wir sehen uns jede Woche Donnerstag 20 Uhr. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.